Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Dauntless. Chat und ich wollen euch heute ein paar Einsteiger-Tipps mit auf den Weg geben. Zuerst aber, ich habe in der letzten Folge schon mal gesagt, dass wenn das Spiel gut ist, dann unterstütze ich das natürlich. Und diesmal habe ich es auch wieder unterstützt und ich habe mir den Season Pass geholt. Shadow hat sich den auch geholt, nicht wahr? Oh ja. Also das Spiel ist richtig geil und ich unterstütze das sehr, 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 sehr gerne, dass die Entwickler da auch was von haben. Ne? Und wenn ihr natürlich auch unterstützen wollt, dann denkt an den Creator-Code. Ne? Mike, der Vierter muss da rein, ganz wichtig. Und ja, ihr seht, wir sind Level 12. Es tut mir leid, ich musste sogar meinen Account einmal zurücksetzen, aufgrund dessen, weil ich schon zu viel gesuchtet habe. Aber umso besser für euch, weil ich habe jetzt alles nochmal neu gestartet und ja, trotzdem ist es Level 12, aber ich habe nur gefarmt. Ich habe die Quests nicht weitergemacht, das will ich euch heute alles zeigen, wie das funktioniert und wie ihr am besten levelt und schnellsten levelt. Und die einfachste Möglichkeit, um schnell zu leveln, ist... Na, Shadow? Die Quests machen. Genau, die Quests machen. Und wenn euch das zu kompliziert ist, wenn ihr euch die Quests abholt, dann drückt ihr einfach Escape. Auf dem Controller müsste es, glaube ich, im Menü sein und guckt in die Questlog rein. Ne? Das ist ganz einfach alles erklärt. Ihr müsst das hier oben gar nicht lesen. Das hier unten ist interessant, was hier steht. Und heute können wir auch einige abgeben. Hier müssen wir noch was herstellen. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen was herstellen. Also ganz easy. Ohne Probleme geht das von der Hand. Ja, und wir werden jetzt erstmal die ersten Fragezeichen ablaufen. Und ja. Shadow. Und letztlich levelt ihr ja über die Meisterschaft. Genau, die Meisterschaft. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Da ist nämlich auch, steht auch nämlich drin, dass wenn ihr Meisterschaften macht, dann bekommt ihr natürlich auch gewisse Erfahrungspunkte und dadurch levelt ihr auch nochmal höher. Zum Beispiel ist das erste, alle Waffen einmal herzustellen. Ihr braucht sowieso jede Waffe in diesem Spiel einmal. Und deswegen müsst ihr sie so alle herstellen. Nicht wahr, Shadow? So, wir machen erstmal hier die kleinen Kügelchen auf, weil ich habe seitdem ich das neu gestartet habe, nicht einmal abgeholt. Erst wenn ja einige Kugeln rauskommen. Ja, bin mal gespannt, wie viele Kugeln insgesamt es sind. Ist sozusagen ein kleines Lama-Opening gerade. Könnte man das auch sehen. Aber ich muss ja irgendwann mal abholen. Ein Lama-Opening. Ja, so ist das. Hier hieß er jetzt Kugel-Opening oder Kernbrecher-Opening, nicht Spaß. Wie viel habe ich denn jetzt gekriegt von den Dingern schon? Oh, jetzt krieg ich noch drei. Cool. Mach auf. Eisendistel. Sechsmal. Schön. Ja, eigentlich sollte das ein Einsteiger-Toy werden, aber gut, das ist nicht so schlimm. Wir können das auch abbrechen, wir können das nächste Mal machen. So, gut, wichtig. Meisterschaften. Meisterschaften findet ihr hier unter N oder auf der, beim Menü dann beim Controller. Wie gesagt, ihr habt für jedes Monster eine Meisterschaft. Ihr müsst gewisse Sachen abschließen, um natürlich hier aufzusteigen, einen Haken zu bekommen, dann bekommt ihr wieder einen Level-Bonus. Ne? Und so ist es auch bei den Waffen. Ne? Hier zum Beispiel. Ja, das habe ich alles schon gemacht, aber alles mit dem Anfangsschwert. Und wenn ihr zum Beispiel die Waffen einmal herstellt, alle, hier steht es auch, Heuler des Strikes herstellen, bekommt ihr Erfahrungspunkte und die solltet ihr mitnehmen. Da levelt ihr übel schnell. Wie gesagt, ich war dann zwischendurch mal Level 16, aufgrund dessen, weil ich alle Waffen und alle Rüstungen hergestellt habe. Und die Ressourcen müsst ihr euch nicht sparen. Ihr kriegt das so oft hinterhergeworfen und ihr kriegt auch in die Mission genug Loot, dass ihr das regelmäßig nachfüllen könnt. Nicht wahr, Shadow? So ist das nämlich. So, wir werden jetzt... Muss halt, wenn du bestimmte Teile brauchst, müsst ihr halt immer die Teile bearbeiten, die ihr braucht. Ne? Heißt, genau. Wenn ihr also Zähne braucht oder so, dann müsst ihr halt überwiegend immer den Kopf bearbeiten. Genau, wenn ihr anfangt, ganz wichtig, ich zeige euch mal kurz die Karte. Ich habe nichts anderes gemacht. Also wie gesagt, den müssen wir ja noch zusammen, muss ich euch noch zeigen. Ne? Ich will natürlich euch jedes Monster vorstellen. Aber ansonsten habe ich einfach nur den Neutralen gemacht und immer durchweg das gemacht. Immer wiederholt. Von oben nach unten, von oben nach unten. Bis ich alle Ressourcen hatte, bis ich alle Waffen einmal herstellen konnte. Das habe ich extra für euch vorbereitet heute. Ja, und da würde ich sagen, legen wir mal los mit der Herstellung. So, die Schwerter haben wir schon alles. Das ist das Einzige, was ich hergestellt habe. Die können wir nur noch verbessern. Jetzt gehen wir zu den Herren über. Ich stelle mal jetzt alle einmal her. Also nicht verbessern, nur herstellen. Ganz wichtig. Weil ob ihr die Waffe nun spielt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ihr müsst sie sowieso einmal spielen, weil das sind eure Quests, die ihr dann regelmäßig kriegt von euren, sagen wir mal, Offizieren, die hier so rumstehen. So, den haben wir. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Oh, ihr seht schon, die Ressourcen gehen langsam schon wieder zur Neige, aber müssten sie eigentlich alle einmal herstellen können. So, jetzt müssen wir... Ich noch dazu gesagt, ne, dass es die Anfangswaffe, also immer für jede Waffe ein Anfangsobjekt gibt. Genau, ganz wichtig. Ja, also ihr könnt halt dort, ja, prüfen,
was euch liegt, was euch nicht liegt. Wie gesagt, in den letzten Videos habt ihr ja gesehen, da haben wir so einen Waffentest gemacht, wo wir alle Waffen einmal angespielt haben. Und jetzt haben wir schon ein Problem. Wir können zum Beispiel die Schnitter nicht machen, weil uns leider die gezackten Funkenschuppen fehlen. Das ist sowas. Den habe ich nämlich sehr, sehr selten gemacht. Aber eigentlich soll ich es eigentlich vorbereitet haben, dass es eigentlich einigermaßen klappt. Aber das ist kein Problem. Das wiederholen wir dann. Aber wichtig ist für euch, jede Waffe einmal herstellen. Ihr müsst es sowieso machen. Weil ihr solltet auch für die wissen, Wermut solltet ihr auch besser machen. Sagen wir Monster zu. Für jedes Monster das richtige Element mitnehmen, weil das macht deutlich mehr Schaden. Und ihr kommt besser weg dabei, nicht wahr, Shadow? Weil es bringt nichts, wenn ihr mit einer Standardwaffe auf einen Feuergegner haut, wenn ihr aber Eis benutzen könnt und den schneller dadurch kaputt machen könnt. Ne? Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sogar noch mehr Splitter raus. Bitte? Weil ihr auch noch Effekte auf die Gegner nimmt, ne? Genau. Das heißt, wenn du jetzt gegen Feuer kämpfst, mit einer Eiswaffe, hast du halt die Chance, auch den Gegner einzufrieren. Und das hilft deutlich, wenn er sich langsamer bewegt oder wenn er gestunt ist. Das ist so. Knapp 50% langsamer. Das ist schon ein Unterschied. So, aber die eine Klatsche gibt es zwei Klatschen. So, jetzt müssten wir eigentlich alle Waffen einmal haben, bis auf den Ehen, aber es müsste gleich herum. Ja genau, rasende Zusammenstoß. Jetzt müssten wir einige Sachen kriegen. Wir sind jetzt Level 13. Vielleicht kriegt man noch ein Level. Also es kommt jetzt nach und nach alles rein, die ganzen Meisterschaften. Könnte durchaus sein, dass wir wieder auf Level 15 steigen, so wie es gewesen ist, wo ich offline gespielt habe. Ja, nicht ganz. Welche Waffe fehlt uns jetzt eigentlich noch? Mal gucken mal. Wir können auch hier reingucken, welche Waffe uns jetzt noch fehlt. Und zwar den Schwertern. Die haben wir alle, genau. Die haben wir auch alle. Das Element. Ein Element fehlt. Hier fehlt noch ein Element, genau, der Schock fehlt noch. Hier haben wir auch alle. So, ja, eigentlich. Wenn wir jetzt die Aufgaben noch abgeben dazu, Spezialwaffen. Ja, genau, das können wir abschließen. Kriegen wir auch wieder Erfahrungspunkte. So, jetzt gehen wir mal zum Rüstungsmeister hier. Da ist die Frage, können wir alles herstellen oder nicht? Das wissen wir noch nicht ganz hundertprozentig, deswegen, die haben wir schon gemacht. Genau, jetzt machen wir erstmal die Rüstung alle. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann kriegt ihr so viele Erfahrungspunkte hergeworfen, ihr glaubt es gar nicht, weil ihr müsst es sowieso einmal machen. Also ich empfehle es für euch. Und Shadow, denke ich mal, ist ja gleich Meinung, ne? Hm. Weil ihr könnt dann die jeweiligen Rüstungsteile so kombinieren, dass es am besten zu euch passt und dass ihr natürlich gegen jeden Wermut irgendwie auch eine gute Chance habt oder gut geschützt seid. Bringt nichts, nur mit der Standardrüstung rumzuwerfen. Definitiv nicht. So. Hammer. Ich habe jedes Objekt hergestellt. Einmal. Genau. Ob es nur verbessert, ist euch überlassen. Wenn ihr sagt, ich spiele oft mit dem Set, dann müsst ihr natürlich das Set noch leveln. Ah, ich bin jetzt 20. Ah, das kriegt man leider nicht fertig, weil uns da gewisse Sachen fehlen, leider. Den müssen wir noch ein paar Mal bekämpfen, jetzt was. Das kann ich aber auch offline machen, weil ihr gesehen habt dann ja schon. Aber den haben wir schon oft genug weggeplatzt. Den Frostbohr-Bermut. Bin mal gespannt, welches Level wir jetzt gleich kriegen, wenn wir alle Rüstungen durch haben. Und wir haben ja noch einen Haufen Aufgaben abzugeben. Bei mir war es so, dass ich eine Mission machen musste. Danach hat das alles mit einmal gezählt, weißt du? Wir müssen auf jeden Fall heute den Schrick machen. Also nach dem kurzen Einsteiger-Tipp-Video. Also in der kurzen Session hier. So, jetzt müssten wir jede Rüstung einmal haben, richtig? Ja, eigentlich müsste es jede Rüstung bis jetzt sein. Nee, Quatsch. Was erzähl ich denn? Wen fehlt? Irgendwas fehlt. Hab ich. Hab ich was vergessen? Nee. Hier fehlt uns noch ein paar, ja, das ist richtig. Wo sind denn die Federn? Hier vom Strike, genau. Die habe ich schon heimlich gemacht, aber. Gut. Bei dem müssen wir was machen? Herstellen? Ach, hier müssen wir die Laternen herstellen, genau. Herstellen. Und einmal herstellen. So. Okay, abschließen. Sehr geil. Laterne. Ja, mit denen kriegt ihr gewisse Bonis in der Mission. So, jetzt müssen wir noch weitermachen. Wir haben noch einige Fragezeichen hier offen. Ja.
No, Hundi, alles klar bei dir? Ja, immer schön den Hund streicheln. Genau, ist ganz wichtig. Und auf der Ziege springen. Auf der Ziege rumhüpfen. So, das haben wir auch abgeschlossen, genau. Schaden mit Granaten. So, Saboteurangriff, was? So, da können wir unsere Pistole endlich mal verbessern. Ja, jetzt machen wir hier. Was bringt das? Wirft eine Explosivmine, die... Oh, das wollte ich ja haben, ne? Zack. Setzen wir die da ein hier. Die können wir verbessern. Haben wir leider noch nicht mehr dazu. Oh, was haben wir hier? Schützender Patronenlager. Was haben wir denn da? Feuert einen Schuss einer Linie, der 52 Schaden macht. Können wir leider nicht herstellen. Da fehlen uns leider die... Ja, die müssen wir erst noch finden. Oh, was ist denn das? Oh, das ist nur... Können wir aber gar nicht machen. Können wir auch nicht machen. Fehlen uns die Sachen. Schade. Naja. Kriegen wir noch hin. Aber das können wir verbessern. Da haben wir genug Zeug. Ja, geil. Ich liebe die Knifte. Ich auch. Wie du auch. Das ist meine zweitliebste Waffe. Deine zweitliebste Waffe? Was ist denn deine erstliebste Waffe? Das Schwertgedödel. Das Schwertgedödel. Okay. Gut, dann haben wir unsere Pistole oben ein bisschen verbessert. Ja, die kann man natürlich anpassen, ne, mit den jeweiligen Packs, ne. Das, die Rüstung gibt's nicht zu kaufen, sondern es ist einfach nur ein Skin, nur dass ihr es wisst. So, sie haben wir noch. Und jetzt sind wir schon Level 16, Halleluja. Können wir auch abschließen. Was müssen wir hier machen? Erreiche das Leer Level 10, das habe ich gerade geschafft. Schieße, Quest, ja. Akzeptieren. Was müssen wir jetzt machen? Gucken wir mal in die Quest-Log. Schließe Dr. Piers Quest, Bermud-Studium ab. Okay, Gesamtverteidigung. Also wir müssen unsere Rüstung rein theoretisch leveln. Jo, ansonsten. Und wir haben wieder viele Ausrufungszeichen, geil. So, was will er von mir? Sammel Himmelsblüten. Okay, akzeptieren. Aber eigentlich könnte ich die jetzt schon fertigstellen, oder? Ich habe das so alles schon gemacht. Naja, dann machen wir es halt doch mal. So.